Hallo, herzlich willkommen zur 7. Folge hier im Minecraft Hardcore Let's Play. Ja, es ist immer noch Version 1.14.4. Warum? Weil ich bis jetzt zu faul war, wirklich die richtige 1.15 rauszusuchen. Ich glaube, mittlerweile müsste es eigentlich schon so weit sein, dass es auch halbwegs kompatibel ist, was Forge und Optifine angeht. Und wenn nicht, würde ich es halt ohne Forge vielleicht mal laufen lassen, weil Inventory Tweaks gibt es halt immer noch nicht und Alternativen sind eh noch nicht so da und naja. Genau, nichtsdestotrotz 1.16 pre-released, beziehungsweise nee, nicht, naja, diese Snapshots zählen schon fast als 1.16, wo ein riesengroßes Nether-Update auf uns zukommt, aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt das Zitat. Was hat sich sogar gereimt? Das Thema ist dieses Mal Kunstwerk. Das Zitat stammt von Ludwig van Beethoven und lautet: Je größere Fortschritte in der Kunst man macht, desto weniger befriedigen einen seine älteren Werke. Sehr schön formuliert. Naja, ich wollte eigentlich sagen, sehr schmandig geschrieben. Könnte man die ganze Zeit machen. So, wir können jetzt natürlich einfach so ein Haus kapern oder wir bauen uns was Eigenes hier auf. Oder wir erkunden einfach mal ein bisschen. Ich meine, wir haben ein Schwert, wir sind mit Eisen ausgerüstet. Was soll schon. Räucherofen, stimmt. Was soll schon schief gehen, oder? Abgesehen von irgendeinem bösen Creeper sollte uns hier nichts passieren. Gehen wir einfach mal hier hinten lang. Hier hinten bauen wir noch gar nicht. Oh. Sehr cool. Oh je, meine Nase juckt. Ich werde wohl niesen müssen. Naja. Ja, das Sturmtief Sabine? Wie heißt es? Ach, keine Ahnung. Am Ende ist eigentlich schon relativ egal. Es zieht über Deutschland hinweg. Das Video kommt ja Montag raus, so ist es ja geplant. Ja, ich hoffe, dass da schon das Gröbste weg ist, aber den Prognosen zu urteilen ist das nicht der Fall. Mal sehen. Ich hoffe doch, dass es nicht so größere Schäden gibt. Wurde ja schon teilweise mit Kyrill verglichen. Na ja, gut, es kommt halt darauf an. Oh, das ist eigentlich sehr traumhaft hier, ja. Es kommt halt drauf an, wo es denn hinkommt, das Sturmtief. Das ist halt das Problem. Das kann halt lokal sehr stark sein und sage ich mal, 10 Kilometer weiter weg ist halt fast nichts an Schäden, ja. Das kommt halt darauf an, wie die sehr schnelle Luft denn aus den höheren Schichten sich nach unten durchsickern lässt, sag muss man so. Oh, ein Huhn. Noch ein Huhn. Ganz viele Hühner, cool. Es klang so, als würde hier was brennen, aber es ist scheinbar nicht so. Okay, cool. Vorsichtig. Also soweit. So gut, würde ich sagen. Weil wir haben jetzt hier nicht irgendeine schöne Struktur entdeckt. Aber sonst eine ganz coole Welt. Hätte man noch sicher cool als Let's Play nehmen können. Ich kann ja nochmal schreiben. Ja, stimmt, der 404. Übrigens, mein Name mittlerweile ist jetzt schlechte Leitung. Ich habe ihn einfach mal probiert zu ändern auf den richtigen Namen. Vorher war es immer Leitung schlechter. Weil der Original schlechte Leitung war halt vergeben und jetzt hat sich das geändert. Scheinbar hat sich die Person gedacht, nee, ich überlasse dir mal den Namen, dem gehört der Name auch. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einfach Glück gehabt. Den behalte ich jetzt auch, natürlich. Ist jetzt sehr interessant, dass hier oben, ja, das kann ich gerade schlecht wieder zeigen, da oben einfach noch Bäume wachsen. Fast wie in der echten Vegetation. Interessant ist auch, das habe ich letztens erst gelesen, dass Bäume maximal 130 Meter, glaube ich,
groß werden können. Also hoch, nicht groß, naja. Das hat halt mit den Kapillarkräften zu tun und der Schwerkraft, die doch dann relativ stark dagegen wirken kann. Deswegen geht es nur bis, ich glaube, es waren 130 Meter oder so und danach hört es auf. Und die größten Bäume sind zurzeit 115 oder so. Ich habe auch vergessen, wo der größte Baum stand. Also das ist Mu. Mu hat das hier gerade gemacht. Ach so. Ach, guck mal hier. Eine Mu-Kuh. Das ist aber sehr interessant, wenn man so überlegt, wie alt die Bäume denn sein müssen. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell die wachsen. Wie viel Zentimeter pro Jahr oder was ist. Ich weiß nicht, wie man. Ja, Entschuldigung für den kurzen Cut. Da kamen noch mal ein, zwei Nieser dazu und die müssen nicht unbedingt in die Aufnahme rein. Jetzt habe ich natürlich auch kurzzeitig den Faden verloren. Es ging um. Nein, es ist weg. Ja gut, dann gibt es hier einen kurzen Themenwechsel. Ich habe mir eigentlich zwar kaum andere Themen überlegt, abgesehen halt wirklich von den Stürmen, die mal so waren. An Kirill erinnere ich mich nicht, das ist zu lang her. Friederike ist mir noch sehr gut in Erinnerung, weil es da auch sehr viele Feuerwehreinsätze gab. Weil da halt wirklich, ja, doch, ich habe ja nicht hab erwähnt vorhin, wie regional die Stürme auftreten können. Naja, egal. Ja. Ja, also das war halt in unserer Gegend doch relativ stark. Der Sturm Friederike. Kyrill ist eigentlich, ja, das ist ein Männername, gut überlegt. Es wechselt ja jedes Jahr zwischen Männlein und Weiblein. Die Namen von den Tiefs und Hochs, die wechseln sich ja immer ab. Ist ja richtig so. Ich weiß nur nicht, wer die festlegt. Gab es da nicht gibt es bestimmt irgendeine Organisation. Am Ende sind ja eh bloß irgendwelche zufälligen Namen. Da sind ja teilweise ganz schön exotische Namen auch dabei, die man vorher noch nie so gehört hat. Oder nicht so wirklich fast nie gehört hat, so im Sprachgebrauch. Keine Ahnung. Irgendwas gab es letztes Mal, was ganz komisches. Naja. Genau. Ja, Felix hat es geschafft, im Schichtsystem anzukommen. Es ist halt doch sehr kurios. Also gut, am Wochenende arbeiten ist nicht das Problem. Das ist sicher jetzt nicht unbedingt feiern gehen können, aber bin ich eh nicht so der Typ dafür. Es hält sich in Grenzen, sagen wir es mal so. Also ja, na sicher geht man mal weg, aber. Hallo, Farmer Joe? Ach nein, Bauer Neuling. Möchtest du zu Frauen, zu Frauen, doch ich sage schon, zu Bauer sucht Frau? Nein, du möchtest Karotten? Ich habe keine Karotten. Ich habe keine Möhren. Ja, genau. Nee, das Schichtsystem, das ist okay. Also, wie schon gesagt, man gewöhnt sich irgendwie dran. Natürlich, die Nachtschichten sind halt immer, ja, das ist halt so, aber naja, mein Gott. Sei es drum, nicht wahr? So. Okay, was könnte man hier eigentlich noch so zaubern? Ich hätte natürlich auch die ganze Zeit die Häuser abbauen können, aber das war mir dann doch zu blöd. Ich überlege nur gerade, wo kann man im klügsten Falle eigentlich sein Haus hinbauen? Eigentlich war ja wirklich hier diese Fläche vorgesehen. Ich erinnere mich da sehr gerne zurück. Habe das hier abgesteckt. Aber sollte es wirklich die Fläche werden? Ja, gut. Wieso nicht? Dann Fichtenholz rangeschafft und los geht's hier. Machen wir noch ein bisschen einen kleinen Rundumschlag machen, würde ich mal so behaupten, ne? Dass hier immer noch ein bisschen was geschieht, dass das hier auch halbwegs sicher ist. Am besten gleich eine 20 Zentner Stahltür rein, dass ja kein Zombie irgendwie auch nur in die Nähe unseres Hauses kommt. Am besten noch so ein Lavagraben oder so eine Zugbrücke. Meuchelmörder. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Wenn dann Bogenschützen und Ballisten. Wenn es wirklich schon in Richtung Stronghold geht. Und keine Meuchelmörder, bitte nicht. Tja, Farmer, du bist jetzt gleich gefangen. Du bist gleich mein eigener Hausdiener. Pass nur auf. So. Ja, bald kommt doch endlich Pokémon raus. Es ist gut, es ist noch ein Monat, ja. Aber
die Zeit vergeht bis dahin. Bis endlich das neue Mystery DX rauskommt. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon wirklich wie Bolle darauf. Einfach weil es halt wirklich sehr... Ja, nostalgisch klingt komisch, aber... Es ist halt so. Irgendwie nostalgisch wird. Ich hatte auch vorhin irgendwelche Probleme mit Mikrofon. Das war auch sehr kurios. War auf einmal zu leise vor der Aufnahme. Ich gucke ja immer bei Audacity, wie das so klappt, aber... es ist doch sehr kurios. Ich weiß das noch nicht ganz. Was das ist, ich hoffe, dass ich das jetzt durch... Ja... alle möglichen Sachen, Effekte, die man noch drüber schmeißen kann, beheben kann. Wäre sonst nicht so cool. Unbedingt, wenn das zu leise ist. So, wenn es jetzt gleich neben uns explodiert, dann haben wir es geschafft. Dann ist das zweite Let's Play auf dem Kanal beendet. Nach Project IGI. Wobei ich da auch eigentlich Lust hätte, mal den zweiten Teil zu spielen, aber vielleicht mache ich nochmal eine Twitter-Umfrage. Vielleicht hat sich die allgemeine Meinung ja doch geändert. Wäre cool, aber es muss halt auch nicht. Ja, wenn das nicht so gewünscht wird, dann mache ich das auch nicht. Flackert jetzt gerade das Licht? Naja, das war bloß die Birne. Nicht, dass es eine... Nicht, dass es einen Stromausfall gibt. Das wäre nicht so cool. Ja, klug wie wir sind, haben wir natürlich nichts groß mitgenommen hier rein. Wenn uns wenigstens mal im Bett klauen können. Gut, jetzt können wir eh nicht schlafen. Toll, ich habe nicht mal Holzkohle, um noch mehr Fackeln zu machen. Oder eine Schaufel. Ach nee, das dauert mir zu lange. Raus hier. Suizidkommando. Ha, funktioniert. Jetzt verbrennen die ganzen armen Zombies. Das tut mir so leid. Nicht. Ja, ein bisschen Eisen für eine Schaufel kann man sich schon mal abluchsen. Sand wäre mal eine schöne Sache, um daraus Glas herzustellen. Naja, irgendwann mal. Gott, ist das hell. Ach nein, die greift uns nicht an. Alles gut. Die wird uns nicht angreifen. So. Hier wäre eine Treppe mal was Schönes. Oh, eine verpackte Fackel. So. Eingang. Fenster, Fenster. In unserer wunderschönen hässlichen Blockhütte auf der Schwäbischen Alb oben in 3000 Metern Höhe. Fast. Klingt immer noch so wie ein Skelett. Oh. Wieso brennt das nicht? Jetzt. Das war im Schatten. Das ist gefährlich. Aber ohne Glas sind Fenster eigentlich noch sinnlos, würde ich mal so frei behaupten, wa? Also eigentlich müsste jetzt erstmal Sand ran, bevor überhaupt irgendwas passiert. Oder eine Tür wenigstens. Das Bett können wir uns ja klauen, das ist ja kein Problem. Zack. Die Tür könnten wir uns eigentlich auch klauen. Ja, Ressourcen müssen wiederverwendet werden, das ist richtig so.
Weiß man nichts, warum der hier so eingesperrt ist. Warum ist das hier so hell? Was ist denn das hier oben? Ist das ein Feuer? Oh. Oh. Ja, ich habe jetzt noch Holzkohle rausbekommen. Na gut. Besser als gar nichts. Ich habe ihm zwar seine Grundlage für die Arbeit kaputt gemacht, aber das ist ja erstmal zweitens. Achso, ich hätte mir noch eine Tür klauen müssen. Na gut, ist nicht schlimm. So ein, naja, violettes Bett. Naja. Ich hätte eigentlich das gleich... Ach, das... Ach so. Früher war das so, dass das Bett dann immer weggedroppt wurde. Nachdem man die Blöcke drunter entfernt hat. Ja, das wurde sich ja irgendwo mal geändert. Keine Ahnung. Ich habe nicht mehr so aktiv Minecraft gespielt. Die Zeiten sind eigentlich schon, naja. Längere Zeit eigentlich vorbei. Es ist ärgerlich. Es gibt halt immer mal wieder die Zeiten, wo man sich so denkt, naja, man könnte mal wieder auf irgendeinem Survival-Server was anfangen, der einfach ohne Mods läuft oder irgendwas, also zumindest ohne größere Mods oder Modpacks, einfach nur so Standard. Bisschen leiser machen, das nervt so. Aber irgendwie die Zeit und die Lust ist halt einfach nicht da. Das ist halt, also die Lust ist halt etappenweise kurzzeitig mal wirklich da, aber dann auch nicht mehr. Es ist dann, ja. Zum Beispiel habe ich mir auch dieses sogenannte Mindustry oder Mindustry, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Es ist so ein Tower Defense mit Lagerlogistik. Beziehungsweise mit Fließband-Action, sag ich mal. Ist jetzt nicht schlecht, aber ja, ich habe ich mal 2 Stunden richtig intensiv gespielt und danach nicht mehr bis jetzt, ja. Hat nur 2,50 Euro gekostet im Sale bei Steam, aber das trotzdem, ja. Naja, egal. So, dann brauchen wir ein bisschen Stein. Da gleich einen Ofen, das wäre noch besser. Glas kann ich nicht abbauen ohne Silk Touch. Außerdem, wieso sollte ich Glas abbauen mit Silk Touch? Gibt es hier unten Sand? Ja, nicht viel. Nicht viel unbedingt. Zumindest nicht viel ohne dabei mit Wasser. Mit zu viel Wasser in Berührung zu kommen. Stimmt, das Schwimmen wurde ja auch irgendwie geändert. Ja, es ist, wie schon gesagt, es sind halt viele Sachen, die ich nicht so richtig mitbekommen habe. Ich brauche 6x4, 64, 24, 6x4, 16x4, ach naja, machen wir einfach ein halbes, dreiviertel Stack voll, das müsste reichen. Darf die Zeit nicht verpassen. Ja, 51 reicht locker. Keine ungeraden Zahlen, so 52. Eigentlich wären 42 besser gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein anderer Tick. So. Kleine Werkbank. Ach ja, kann man sich ein bisschen hier einrichten. Hier kommt dann die riesengroßen Waffenschmiede hin, wo dann in mühevoller Kleinstarbeit bis zur Goldrüstung alles gecraftet wird. Nein, Spaß. So vernarrt bin ich nicht in dieses Spiel. Das habe ich gerade schon kundgetan. So. Aber eine neue Tür brauchen wir noch. Beziehungsweise erstmal hier einen anderen Boden, weil das sieht kacke aus. Klick, klick. Achso, eigentlich, nee, Eisen wäre besser. Da kommen nämlich keine Zombies rein, oder? War das so? Ist das so? Ja. Machen wir schnell mal eine Eisentür.
geht ja schnell. Dingweise 3. Muss dann nochmal gucken, mit Hebel oder mit Knopf ist eigentlich auch egal. Nur nicht mit Druckplatte, das wäre ungünstig. Dann hätte die Tür absolut keinen Effekt. So. Mal gucken, ob die Chance uns trifft. Nein, es wurde kein Huhn. So, dann machen wir einfach einen Knopf, würde ich sagen. Ne? Das ist doch das Einfachste. Wo kommt der denn her? Wer weiß. Passt. So, das erste Glas ist fertig. Guck mal, wenigstens ein bisschen schon mal was anfangen hier. Machen wir das am besten noch und dann reicht's auch mit der Folge. Man muss es ja nicht überstrapazieren. Ein bisschen im Sinne von, das reicht. Jetzt hätte ich's. Wow. Das reicht halt wirklich. Perfekt. Na gut, dann ist auf jeden Fall wichtig, das noch mit Fackeln hier alles auszukleiden. Das können wir mal noch schnell machen. Das geht ja schnell. So. Weil so viel Fackeln kommen wir eh nicht mehr raus. Da ist zu wenig Kohle da. Ja, sage ich ja. Gut, vielleicht noch eine Kiste oder eine doppelte Kiste. Was hat denn das jetzt gemacht? Okay. So. Einmal. Toll. You had one job. Okay, okay. Können wir das restliche Holz? Nein, Ballon. Perfekt. Sieht jetzt nicht ordentlich aus, aber naja. Gut, dann war's das auch schon. Wir sehen uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bis dann.